So, hallo und willkommen zum Ende des Jahres 2016, wie ich es so gerne jetzt mal ankündige, mal wieder ein Video auf meinem Kanal, auch wenn ich jetzt in Zukunft alles ein bisschen anders machen werde. Ich werde mich, so krass es klingt, jetzt vom Thema Let's Playen erstmal verabschieden. Das klingt jetzt vielleicht ziemlich komisch, weil ich sowieso momentan viele aktive Projekte hatte, allerdings in der letzten Zeit kaum dazu kam, irgendwas aufzunehmen oder hochzuladen, was auch ein bisschen echt daran liegt, dass ich keine Zeit habe oder dass mir die Zeit einfach ein bisschen genommen wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und da Let's Plays ja doch schon ein schönes Projekt sind, aber sind wir mal ehrlich und realistisch, ein bisschen zeitaufwendig sind, weil man einfach sehr viele Folgen hat, teilweise von Projekten. Dann, wenn man nur ein Projekt hat, ist doch schon oft relativ langweilig wird. Und zum anderen, man sich einfach sehr darauf konzentriert, auf alles Mögliche. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie könntest du dir das Ganze denn einfacher gestalten? Und zwar werde ich jetzt öfter einfach mal so kleinere Videos hochladen, vielleicht auch nicht täglich, sondern vielleicht auch nur ein, zwei, drei die Woche, indem ich einfach irgendwelche Spiele spiele, wie jetzt zum Beispiel hier Battlefield 1, was ich ja gesagt habe im eigentlichen Let's Play, dass ich den Multiplayer-Modus nie richtig auffassen werde. Vielleicht wird sich das ja jetzt ein bisschen ändern. Immer mal so ein Video, das vielleicht auch nur eine Viertelstunde geht oder so, je nachdem, vielleicht auch mal länger, indem ich einfach irgendeine Scheiße quatsche von dem, was in der Welt vielleicht gerade vor sich geht, wie es mir geht, wie es euch geht, vielleicht so eine kleine Fragerunde. Ich denke, damit komme ich einfach besser, denn der Let's Play-Markt an sich ist, denke ich mal, schon übersättigt. Und wenn ich mir jetzt angucke, gut, ich bin jetzt kein Profi, was das angeht, und das merkt man auch. Wenn ich mir jetzt meine Video aufrufe, ich meine, ich bin nicht klickgeil, ich bin nicht geldgeil, um Gottes Willen, da soll jetzt überhaupt kein Video sein von wegen, es wird nicht angeklickt, deswegen mache ich das nicht weiter. Aber sind wir mal realistisch, wenn ich mir jetzt hier die Arbeit nehme, Videos zu produzieren und die innerhalb von einem Monat auf zwei, vielleicht gerade mal zwei, drei Klicks effektiv bekommen, dann kann ich auch natürlich versuchen, das Ganze anderweitig umzusetzen. Manche Sachen kommen gut an, manche nicht so gut. Klar, das kommt überall vor. Aber ich denke mir dann auch, naja, vielleicht kannst du es mit einer anderen Sache besser machen. Deswegen jetzt mehr so kleinere Videos, habe ich mir gedacht, so fürs neue Jahr 2017, so eine Änderung des Kanals, so, ja, so ein Themengebiet, Switch, also es bleibt natürlich Games, bleibt der Main-Fokus, aber ich gehe jetzt einfach weg von dieser Let's Play-Schiene. Im Prinzip kann man dazu auch was Let's Play sagen von dem, was jetzt kommt. Allerdings jetzt keine Singleplayer-Games oder so, wo es mega story-driven ist und ich viel dazu erzählen muss. Vielleicht auch nicht die neuesten Blockbuster, sondern einfach mal so einen alten Schinken. Vielleicht auch mal Games, die ich mit ein paar Kollegen von mir zocken, wir einfach ein bisschen Scheiße dazu quatschen. Kommt ja auch sehr gut an und macht mir besonders viel Spaß auch momentan. Und das ist im Prinzip das, was euch so ein bisschen erwartet 2017 und mich auf meinem Kanal. Mal so ein kleiner Swap auf was anderes, was Neues, und das wollte ich euch hiermit nur mitteilen. Die Let's Plays, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, bleiben natürlich auf dem Kanal erhalten, nur habe ich jetzt einfach mal alle, in Anführungszeichen, aktuellen Projekte habe ich jetzt einfach mal abgebrochen. Die Videos sind zwar noch verfügbar, allerdings habe ich sie auf privat gestellt, weil für neue Leute, die jetzt zum Beispiel nicht up-to-date sind, ist es dann verwirrend, wenn da einfach mal ein Video ist, von dem, also der letzte Part von dem Projekt, und das ist jetzt einfach mal einen Monat auf zwei her, was ja momentan teilweise der Fall ist. Und deswegen habe ich die jetzt einfach mal rausgenommen. Abgeschlossene Projekte werden bleiben. Und ich hoffe, also ich denke mal, dass ich mit dieser Schiene besser fahren könnte. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Genug allerdings jetzt von dem. Ich werde natürlich dieses Video auch so als kleines Dankeschön nochmal verwenden an alle, die mich bis jetzt unterstützt haben, die mich abonniert haben, die sagen, hey,
was weiß ich, du scheinst ein ganz guter Typ zu sein, du versuchst hier was Gutes rauszuholen, auch wenn es vielleicht nicht immer funktioniert. Uns gefällt das, was du machst, und wir möchten das natürlich auch weiter gucken. An die ganzen Menschen möchte ich jetzt ein Dankeschön aussprechen, denn jeder zählt, ja, auch wenn das oft nicht rüberkommt, auch wenn man sagt, ja, okay, du hast jetzt vielleicht nur so und so viel Abonnenten, ja, das ist ja erstmal vollkommen egal. Jeder von euch, der hier eine Rolle gespielt hat, ermöglicht es mir quasi, das Ganze zu machen. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, ich mache die Videoproduktion ohne irgendwelche Abonnenten oder so. Aber letztendlich möchte man ja auch mit dem, was man macht, Leute erreichen. Und es soll ja keine Privatvorstellung werden, dann brauche ich es nicht auf YouTube hochladen. Also danke an alle, die die Videos gucken, die mich unterstützt haben in letzter Zeit. Sei es auch mit dem Kommentar, dem Gucken der Videos. Und ich kriege gerade ganz schön auf die Schnauze in-game, aber das ist ja auch kein Skill-Video, kein Frag-Video oder sonst irgendwas. Ich quatsch mir ja hier nebenbei so ein bisschen die aktuelle Situation aus dem Leib und möchte euch da einfach nur auf dem aktuellsten Stand halten. Wie gesagt, Dankeschön an euch. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Vielleicht sogar besser 2017. Ich würde 2017. Ich würde mich freuen. Und ja. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal so als kleine Information. Der campt einfach schon die ganze Zeit und ich kriege ihn nicht. Ist auch egal. Ich werde die Runde jetzt auch nicht mehr so zu Ende spielen an sich. Ich denke, das reicht so als Informationszweck. Und danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken. Ich werde wahrscheinlich... Ja, was für Spiele werde ich zocken, während ich quatsche? Das ist immer schwer zu sagen. Das kann alles Mögliche sein. Ich würde mich jetzt trotzdem, weil ich es momentan sehr gerne wieder spiele, auf Battlefield 1 festlegen. Vielleicht auch ein bisschen Titanfall 2. Da habe ich auch mega Bock drauf, auf einen richtig schnellen Shooter. Und dann mal sehen, vielleicht auch so Koop-Spiele, also generell mit ein paar Kollegen von mir. Vielleicht kann man da irgendwas auftreiben, was man zusammen zocken kann. Wäre doch ziemlich geil. Und da der mich jetzt schon wahrscheinlich das vierte Mal gekillt hat, mache ich jetzt hier einfach mal einen kleinen Cut, bevor es noch echt zu peinlich wird. Danke und macht's gut.